Übrigens, jedes Buch, das ihr bei mir bestellt, ist foliert. Das heißt, es ist absolut sicher vor Regen, Feuchtigkeit oder sonstigen. Und das machen wir jetzt gemeinsam auf. Das ist also der erste Teil Malbuch. Ich habe es genannt ABC, weil es geht ja ums Lesen und Schreiben lernen. Und seht ihr, das ist das erste Mal ein Softcover. Das ist weich, das soll auch so sein, weil die Kinder wollen ja darin malen. Es hat also ganz ein spezielles Blatt, ein mattes, saugfähig und doch nicht so, dass es noch hat, dann verläuft. Und so sieht es denn innen aus. ABC Teil 1, ein Malbuch. Im Übrigen, ich zeige euch das, sind die super alle voneinander zu unterscheiden, weil sie haben alle bunte Farben, so fast wie meine Haare. Bunt soll das Leben sein, bunt für die Kinder. Und so habe ich sie auch gestaltet. So, und jetzt nehme ich euch mit auf die Reise. Was ist denn da drin? Ich habe sie natürlich noch Level gesteigert, so wie sie es vom Spielen kennen, dass es immer ein bisschen herausfordernder wird und interessanter und spannender. Und wieder habe ich ein Anfangstextle reingeschrieben, bei jedem was anders. Und auch wieder ein Schlusstextle. Die sind dieses Mal in einem wunderschönen Kreis hervorgekippt. Ich setze ja meine Bücher selber, gell? Das wisst ihr ja. Ich bin ja auch grafisch versiert. Und ich erzähle euch mehr über diese Buchstaben, weil die habe ich nämlich selber geschrieben mit einer Tinte, mit einer Füllfeder, mit einer Breitfeder. Auf einer Insel über den ganzen Sommer hinweg und da war Präzision wirklich gefragt und ich habe den Buchstaben nicht nur einmal geschrieben, sondern 100-mal geschrieben manchmal, bis er denn wirklich passt, aber immer noch die Note hat, dass es Handschrift ist. Also bleibt dran, ich erzähle euch mehr.